Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Tage gut überstanden. Ja, die schöne Zeit, sage ich mal, ist jetzt wieder vorüber. Das neue Jahr beginnt und wie ihr seht, habe ich hier auch mein Studio umgebaut. Ich denke mal, so ist das alles ein bisschen harmonischer und ja, also mir gefällt es auf jeden Fall so besser, um es kurz zu sagen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. War viel Arbeit, aber neues Jahr, neues Studio, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben, was dieses Jahr so anliegt. Als Vorschlag hätte ich zum einen, egal ob Anfänger, Profi, Fortgeschrittene, was auch immer, würde ich gerne mit euch zusammen Fototouren unternehmen, also Fotowalks. Ob es jetzt in einem Zoo ist oder Landschaftsfotografie, Tierfotografie in der Wildnis, ja, was heißt Wildnis? Also hier in der Umgebung oder so. Da können wir uns gerne mal zusammenschließen und mal Touren planen, dass wir da vielleicht mal was unternehmen. Da könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse habt oder so. Würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten werde ich natürlich dieses Jahr auch Fotowalks machen wieder, was jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich werde euch dabei natürlich auch mitnehmen, da ich ja jetzt auch eine zweite Kamera habe. Kann ich euch da auch vernünftig mitnehmen mit der Insta 360. Das war nie wirklich so das Wahre, da war ich nicht glücklich mit. Ja, des Weiteren wird es hier natürlich wieder weiterhin Bildbearbeitung gehen. Verschiedene Softwareprodukte, ob ich die jetzt schon habe oder auch neue kommen. Ich werde mir Testversionen davon runterziehen, ausprobieren und so mit euch darüber sprechen. Tipps und Tricks und über das TK8-Plugin noch weiterhin sprechen. Natürlich die ganzen Topaz-Produkte. Was es bei mir nicht geben wird, ist Lumina Neo, weil damit bin ich nicht so glücklich. Also ich habe dieses Lumina AI und ich brauche keinen Himmel austauschen oder sowas und das ist nicht wirklich was für mich. Aber das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ja, ich denke mal so, das wird erstmal so der grobe Weg sein, wie ich jetzt hier weiter vorgehe. Des Weiteren möchte ich mich natürlich erstmal, hätte ich von Anfang an machen müssen, aber vergessen. Ich möchte mich natürlich recht herzlich bedanken bei euch allen. Wir haben jetzt die 100 Abonnenten geknackt. Da freue ich mich sehr drüber. Hätte ich nicht erwartet, da das ja alles hier nur ein Hobby ist und ich damit weder Geld verdiene noch sonstige Sachen. Ich statt alles hier selber organisieren und investieren muss und auch meine Zeit darin investieren muss, ne, das ist natürlich auch nicht ohne. Also von daher Dankeschön an euch alle, dass ihr mich unterstützt. Nächster Schritt ist natürlich, dass wir die 1000 Abonnenten schaffen, was natürlich noch ein Riesenweg ist. Aber vielleicht werden wir das ja schaffen in ein, zwei Jahren oder so. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, ich denke mal, ich habe erstmal so grob gesagt, was es dieses Jahr so geben wird. Eventuell denke ich auch darüber nach, zum Ende des Jahres einen Fotokalender rauszubringen, den ihr zum Selbstkostenpreis dann kaufen könnt. Also ich werde daran nichts verdienen oder so. Werde da mal mit einem Partner drüber sprechen, ob da irgendwas möglich ist, dass ihr direkt darüber den dann kaufen könnt, falls Interesse besteht. Ja, das sind so die Ziele und Wünsche, die ich habe. Schauen wir mal, ob wir die alle so umgesetzt bekommen. Ich denke mal, ich wünsche euch Gesundheit, viel Glück für das neue Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann halt wirklich wieder rein ums Fotografieren geht. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.